Der Eiger, das ist ein Berg aus Stein und Eis. Und zugleich ist er viel mehr. Ein Hort von Mythen und Legenden. Ein Platz zum Fürchten. Ein Sehnsuchtsort. Und eine senkrechte Bühne, auf der immer wieder neue Abenteuer gegeben werden. In 3 Tagen klettern Robert Jasper und Roger Scheele auf der direktesten Linie durch die Nordwand des Eiger. Auf der John Harlin Derrettissima. Jasper und Scheele wissen, was sie erwartet. Und doch können sie nicht alles vorhersehen. Das war einfach so verrückt, so emotional. Also normalerweise reiße ich mich immer um den Vorstieg. Aber da kommst du an die Stelle und denkst, nee, also die Seillänge, die will ich nicht vorsteigen. In der ist der John Harlin, der zweite, tödlich abgestürzt. Und diese Parallelen zwischen meiner Familie und dem John Harlin seiner, die sind so aufeinandergeprallt in mir. Das hat mich eigentlich wie gelähmt. Doch welche Geschichte steckt hinter den Empfindungen von Robert Jasper? Im März 1966 galt die Derrettissima, die direkte Linie durch die Eiger Nordwand, als die größte Herausforderung des Alpinismus. Für mich ist eigentlich die Harlin-Route oder die Winter-Derrettissima schon die ideale Linie durch die Eiger Nordwand. Und das begeistert einfach, wenn man so eine Linie durch so eine wahnsinnig hohe Wand hat, dann ist man halt als Bergsteiger da natürlich Feuer und Flamme dafür. Der Eiger hat von seinem Mythos in meiner Sicht nichts verloren. Weil ich weiß, wie schnell es gehen kann und es wird auch für mich ein Challenge und eine große Herausforderung, wieder heil aus der Wand zu kommen.